Unsere Freunde vom zweiten deutschen Fernsehen sind jetzt auch da. Deswegen bleiben wir dabei. Wir machen weiter Krach. Wir wollen. Okay, wir haben. Wir fangen noch einmal an. Wir wollen den Kanzler sehen. 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 Und dann nochmal den Olaf. 1, 2, 3. Olaf! Und wir lassen natürlich unsere Agrar-Diese-Demo nicht von anderen Demonstranten vereinnahmen. Wir sind hier wegen unseren Themen. Wir wollen den Agrar-Diese behalten. Und wir wollen Nahrungsmittel produzieren. Und das ZDF kann natürlich auch gerne uns filmen. Dieser Mann kam mit dem ZDF-Team, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Und warum sind wir heute hier? Weil wir die Schnauze voll haben. Und wer sind wir eigentlich? Wer sind wir? Warum sind wir heute hier? Wir sind Landwirte hier aus der Lüneburger Heide. Und wir wollen Nahrungsmittel produzieren. Und dazu brauchen wir unsere Schlepper. Und für die Schlepper brauchen wir unseren Diesel. Und den Diesel wollen wir weiterhin steuervergünstig behalten. Wir wollen dieses alte Recht, die Steuerrückvergütung auf Diesel, den wollen wir behalten. Wir sind hier, wir sind gesprächsbereit. Wenigstens 2 oder 3 Leute als Delegation. Und da fährt er, ohne sich den Demonstranten zu stellen.
Und einmal können wir noch. Wir wollen den Kanzler sehen. 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 Ihr seid klasse. Der Mann hat versucht, die Demonstration zu stören. Es gab auch Unmutsbekundungen und es ist schon sehr fragwürdig, warum er gleichzeitig mit dem ZDF-Team kam. Also ich empfinde das als sehr fragwürdig. Denn damit könnte man jetzt vermuten, würden entsprechende Bilder wieder erfolgen. Wir werden es sehen. Aber ihr seid ja hier live bei uns und deshalb gilt die volle Wahrheit. Wir haben es gefilmt. Hat der Herr bekommen an Geld für seine Aktion und warum hat er mit Polizeischutz hier was zu suchen? Besonders, der ist ja gerade erst aufgetaucht, wo das ZDF gekommen ist. Ganz ne? Genau, sehr merkwürdig, oder? Auf dem Schild steht ja irgendwie mehr Waffen für die Ukraine, oder? Ich wollte es noch fotografieren, aber er dreht es ja leider nicht mehr her. Ja, wir haben ja alles auf Video, ne? Schon ein komischer Zufall, oder? Ja, komischer Zufall, denken wir auch. Damit kommt der Fernseher, Alter. Ich glaube, das kommt der Fernseher. Kreislandwirt hier aus dem Landkreis Celle und wir empfangen heute bei uns in der Lüneburger Heide den Bundeskanzler, der ist zu Gast in Unterlüß und wir bereiten ihn mit unseren Schleppern und Landwirten einen großen Empfang. Deswegen sind Sie denn heute hier? Wir sind hier, weil wir immer noch ärgerlich sind über die Agrardieselbeschlüsse der Bundesregierung. Wir sind der Meinung, dass die Agrardieselrückvergütung gut ist und gerecht ist und wir wollen sie weiterhin behalten. Uns geht es um ein Gespräch mit dem Kanzler. Wir haben ein ganz offizielles Gesprächsangebot an den Kanzler. Wir wollen mit ihm reden. Es geht uns um unser Anliegen, um unseren Agrardiesel, um unsere landwirtschaftlichen Probleme, die unbedingt besprochen werden müssen. Nein, deutlich nicht. Kannst du das nochmal in eigenen Worten formulieren? Wir Landwirte sind heute nicht hier, um gegen die Waffenfabrik in Unterlüß zu demonstrieren. Wir sind wegen unserer Themen
der Agrardiesel-Debatte und der fehlenden Wertschätzung für uns Landwirte hier in Unterlüß. Ihr seid doch hier, dass es ruhig bleibt. Ihr seid hier, dass es ruhig bleibt, Leute. Die Demonstranten haben gebeten, dass er das Schild umdrehen soll, weil das nicht ihre Position ist, die er, dieser einzelne Herr, dort vertritt. Vorne der Kanzler aussteigt, sie gerade hat, und einfach mal auf die Frauen zu gehen, einfach mal